Hallo und herzlich willkommen zurück zu Darksiders. In der letzten Folge haben wir uns ein wenig im neuen Gebiet schon umgeschaut, haben herausgefunden, was uns hier für Gegnertypen erwarten. Hässliche, widerliche Spinnen. Ich kann den Boss schon kaum erwarten. Und jetzt werden wir schauen, was uns hier hinter dieser Tür erwartet. Irgendwas Bombiges. Bing, bing. Kommt mal her, ihr Spinnchen. So, das ist jetzt... Also diesen Anfang hier kenne ich, weil mir gerade die Aufnahme wieder abgestürzt ist, beziehungsweise das Spiel. Ich meinte, Darksiders einfach nicht funktionieren zu müssen, deswegen weiß ich, was ich gerade hier noch machen muss. Aber nur so weit, bis ich da die Wand gleich hochkletter. Weil genau in dem Augenblick ist nämlich das Spiel abgestürzt und ja. Deswegen mache ich das hier gerade mal ganz fix. Habe ich den jetzt schon? Nein, natürlich hat das nicht gereicht. Das hat beim ersten Mal besser funktioniert. Da habe ich den nämlich genau hier vorne hingeschoben. Und nicht erst schon vorher irgendwo runtergeschmissen. Sollte reichen, steht oben drauf. Hopp. Und nochmal das Spiel. Diesmal aber bitte richtig. Teil nach oben gefahren. Das Ding in der Hand genommen. Das reicht. Schön bis nach vorne geschoben, so weit wie möglich. Und. So sollte es sein. Fängt der da wieder wild an zurückzukleppern. Jetzt sollte ich nicht da reinlaufen. Ja, das war doof. Aber wir können jetzt... ja, genau. Ah. Hallo, Bombe? Ah, so. Schmeiß! Bing! Können wir hier noch etwas springen? Ist da oben noch was drauf? Das passt so aus. Ein Artefakt. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich an das Artefakt? Sag es mir. Anscheinend nicht von hier. Hm, schade. Das finde ich ja jetzt blöd. Schauen wir doch erstmal. Ich glaube, hier erwartet uns nichts Gutes. Ich habe es gewusst. Du bist ein Narr, hierher zu kommen. Du kannst wieder nicht alleine kämpfen, ne? Du musst wieder nur deine Freunde holen. Aua. Mann, hau mir doch nicht immer... Nein, wir tun nichts. Boah, halten die mehr aus wie vorhin die? So, den kann ich jetzt hier.
Ah, da kommen neue, also ich muss den picken, weil der... Immer noch kleine scheiß Spinnentiecher. Okay, der Dicke ist tot. Oh, die Hälfte meiner Energiebalken verloren. Das gefällt mir gar nicht. So viel Energie verloren hier. Geh weg. Komm her. So, dich kann ich doch jetzt hoffentlich auch mal finishen hier. Jetzt aber. Dankeschön. Hallo? Oh Gott. Wer bist du denn? Ein neuer Gegnertyp. Oh, der kommt auf mich zugerannt. Und der scheint derbe Aua zu machen. Oh ja. Aua. Ja, genau. Genau reinrennen. Oh. Weg. Autsch. Ja, du, beweg dich doch. Oh, genau. Irgendwie habe ich es hier gerade gar nicht so im Griff. Komm, mach deinen Angriff. Ich konnte ihn gar nicht finishen? Wieso hat er mir keinen Finisher angezeigt? Das ist ja blöd. Ich wollte ihn eigentlich... Komme ich hier an das Artefakt? Meine Kiste. Ich komme da später hoch, okay. Die Tür auf. Noch mal ein paar Seelen abgeholt. Hatte ich mir eigentlich letzte Mal die Sense gekauft? Nein, habe ich noch nicht. Ja. Ich glaube, am nächsten Mal vielleicht hole ich mir die Sense. Ich habe ja versprochen, dass ich sie noch mal zeigen werde. Viele Spinnen. Und die auch noch hier runter. Was ist das jetzt? Kann ich mich jetzt hier in Ruhe weiter umschauen? Okay, ich komme nirgendwo hoch. Da käme ich nur irgendwo runter, vermute ich. Aber nicht... Ich komme da nicht hoch. Also muss ich dann doch hier lang. Da komme ich hoch. Okay. Okay. Die Kiste nehmen wir einfach mal mit. Darunter sollte ich wahrscheinlich nicht. Da kann ich auch nirgendwo hin. Und ich hab's gehört. Das war schon so ein bisschen so am Knacken, dass was einstürzt. Ein Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel. Och Mann.
Ich weiß nicht, hätte ich mich beeilt, hätte ich die Kiste kriegen können? Wieso bin ich doch stehen geblieben? Na gut, ich wäre wahrscheinlich eh nicht zur Kiste gekommen, als vorher eingestürzt wäre. Ja, jetzt aber. Dankeschön. Da kann man durchgucken, ist da was? Nein, da ist nichts. Irgendwie gefällt mir das hier alles nicht. Ah, ein neuer Gegenstand. Den holen wir uns doch gleich mal. Grundkette. Feuert eine Kette mit Spitze ab, die sich an feinen oder beweglichen Objekten festsetzt. Benutze die mittlere Maustaste, um die Kette an dem anvisierten Feind oder Objekt zu verankern. Okay. Ah, so geht das. Aua. Den kann ich finishen. Den will ich finishen. Hallo, komm her. Schön aufgeschnitten. Ah. Das heißt also, wir müssen die anderen Spinnensymbole... Ein... An blauen Ankerpunkten kann Krieg sich schwingen, während rote Kettenpunkte es möglich sich dorthin zu ziehen. Schauen wir uns eben hier nochmal um. Das habe ich nämlich noch gesehen. Ziehen Sie mit der Abgrundkette auf eine Kletteroberfläche, um Krieg zu dieser Stelle zu ziehen. Noch schnell noch gelesen. Okay. Na komm, machen wir die Kiste einfach auf, weil wir es können. Okay, zu weit weg. So. Oh, nicht. War hier nicht so ein blauer Haken? Von da komme ich aber nicht dran. Bin ich jetzt gerade. Hä? Da ist er doch. Kann ich hier Schwung nehmen? Nee, ich kann keinen Schwung nehmen. Dann... So, mit Schwung geht das. Direkt mal... dort oben hin. Oben bitte schön und dann lieber so und so. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Weiß nicht, ob ich da runterspringen soll. Komme ich da dran? Natürlich nicht. Hier scheint es. Da ist ein Schlüssel. Der benötigt wird. Da kriege ich die Energie, die benötigt wird. Ach so, okay. Da komme ich gar nicht hin. Müsste ja dann... Ich komme da gar nicht so weit hin. Dann müssen wir das halt doch so machen.
Und ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Ah. Mann. Kann ich den... Nee. So, da oben bitte. Hä? Wieso hat er denn... Wieso zeigt er denn da nochmal mit dem Maustaste an? Machen wir es halt doch so. So soll es ja auch wohl geplant gewesen sein. Ja. Da wird dann wohl ein Schlüssel drin sein. Schlüssel des Betrachters. Eine Kiste. Und jetzt, wie komme ich jetzt zurück? Du sollst die... wie komme ich zurück? Hallo? Dann wohl so. Und auf die Luke. Sind wir wieder hier, wo wir vorhin eingestürzt sind? Wir nehmen die Seelen auf jeden Fall mit. Und fallen da gleich mal hinunter. Ah, wir sind ja gut. Dann muss ich den ganzen Weg wohl nochmal gehen. Ja, weil ich den Haken ja auch nicht ausgewählt habe. Ich Vollidiot. Komm ich da irgendwo an den Haken dran? Nein. Ja, tut mir leid. Ich hab's wieder verpeilt. Ich muss dann also doch wieder. Aber geht ja zum Glück relativ fix. Und diesmal direkt aus der Tür hinaus. Funktioniert das? Da hinten kann ich noch irgendwas machen. Aber nicht von hier, oder? Nee. Da ist eine unsichtbare Wand. Da kann ich also... Ich könnte von hier irgendwo hinspringen, aber wahrscheinlich nur in den Tod. Ja, ich glaube nicht, dass ich von hier irgendwie hin muss. Und halt so. Ich glaube, wir müssen jetzt ein Stück zurückgehen. Dass wir genau noch mehr Gegner haben, die wir wieder begehen. Genau. Ah, lass doch, du sollst den großen, nicht die kleinen Scheißviecher. Die interessieren doch hier gar keinen Viecher. Danke, das solltest du genau machen. Ja, ich weiß, hier kommen jetzt so viele kleine Scheißschwimmen. Aua. Also gleich mache ich die Kortenschleuder, ne? Das ist echt zu blöd gerade hier. Die scheiß kleinen... Spinnenviecher, die gehen mir sowas von auf den Sack. Genau, deswegen, weil die von hinten kommen und dann hier.
gehe jetzt hier endlich mal. Danke. Du bist jetzt. Oh. Meine Freunde, die trete ich jetzt. Ja, danke. Dass du mich genau im Kampf unterbrechen musst. Und jetzt die Gegner, da sind sie doch noch weiter. So, dankeschön. Da hoch kam ich natürlich nicht. Hier war jetzt noch so ein Gegner. Ich wollte gerade schon sagen, ich habe den noch getroffen. Ich glaube, der war aber unter uns, genau. Ja, ich ignoriere jetzt die kleinen. Artefaktmeister! Kann doch eigentlich wieder einfach den Fahrstuhl nach unten fahren und damit. Nach unten, dankeschön. Die ignorieren wir jetzt auch alle. Da habe ich keinen Bock drauf. Und ich weiß noch, dass wir hier oben reinziehen konnten. Aber es kann auch gut sein, dass ich das erst. Ich will das jetzt auch schaffen, bevor ich die Folge beende. Ich will da oben noch rein. Ich habe jetzt keinen Bock, die Gegner hier alle zu kämpfen. Mann, haut alle ab. Wie kommt ihr eigentlich alle da oben genau hin? So, genau hier wollte ich hin. So, aber was alles in den Kisten ist, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.